Herzlich willkommen hier auf dem Vitalstoff-Blog. Mein Name ist Uwe Altschner und ich begrüße heute einen Gesprächspartner, den ich in deutscher Sprache hier begrüßen kann. Wir müssen nicht übersetzen und das hat damit zu tun, dass mein Gesprächspartner aus Österreich kommt. Einen schönen guten Tag, Herr Süker, Harald Süker. Ich erreiche Sie gerade in Innsbruck, haben Sie gesagt. Genau. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Vielleicht müssen Sie doch das eine oder andere Wort dann übersetzen, wenn es aus dem Österreichischen kommt. Ja, das Österreichische ist tatsächlich eine besonders schöne Mundart. Ich liebe Österreich, bin sehr, sehr häufig dort. Aber ja. Unser Thema heute ist ein anderes, ein durchaus auch ernstzunehmendes und ernstes Thema. Wir wollen über Ihr Buch sprechen. Ich habe es mal hier mitgebracht. Es lautet Die Fast Food Falle. Und es ist ein Buch, was mich fasziniert hat. Sowohl vom Titel her ist es ein Thema gesunde Ernährung, die hier auf dem Vitalstoff-Blog immer regelmäßig auch besprochen wird und wo Hintergründe ausgeleuchtet werden. Aber auch auf dem Cover steht, dass es einen ganz persönlichen Bezug gibt, den Sie vielleicht einmal näher erläutern mögen, wenn Sie sich vorstellen, Herr Süker. Ja, guten Tag. Mein Name ist Harald Süker. Ja, ich war 13 Jahre für das Unternehmen. Also ich schreibe ja ein Buch, ja nicht nur über McDonald's, aber 13 Jahre in einem der führenden Fastfood-Unternehmen auf der Welt, aber natürlich auch im deutschsprachigen Raum tätig. Nicht nur tätig, sondern auch an führender Stelle. Ich war für mehr als 3 Jahre auch Geschäftsführer des Landes. Ich war auch in verschiedenen europäischen Funktionen tätig, unter anderem auch für Personal war ich im Council für Europa. Also ich war der Vorsitzende des Europa-Gremiums für Personalangelegenheiten und in dieser Funktion auch einer der Kontinentalvertreter für Human Resources auf der Welt. Das heißt, ich bin da einmal im Quartal nach Chicago ins Headquarter geflogen und habe dort die HR-Agenten Europas vertreten, also von fast 30 Ländern. Wie gesagt, und in dieser Funktion auch Member of the European Management Board, weil ich auch diese Agenten dort vertreten habe. Also eine, wenn Sie so wollen, eine Matrix-Funktion auf der einen Seite für Personalangelegenheiten, fachliche Ebene und auf der anderen Seite aber in exekutiver Funktion als Geschäftsführer in Österreich. Für mich Österreich. Aber das heißt tatsächlich, Sie kennen McDonald's, damit den größten Anbieter im Bereich Fast Food von innen und von außen wahrscheinlich wie kaum ein zweiter hierzulande. Ja, es gibt sicher ein paar, die vielleicht noch mehr Insiderwissen haben, aber grundsätzlich kann ich da schon sagen, dass ich sehr, sehr, sehr tief in die Materie eingetaucht bin und natürlich auch Zugang zu fast allen Informationen hatte, die verfügbar waren. Sie schreiben und haben es auch eben noch mal erwähnt, es ist kein Buch per se gegen eine einzelne Unternehmung. Und das finde ich auch gut und richtig. Und das ist auch ein weiterer Grund, weshalb ich mich gerne hier mit Ihnen über Ihr Buch unterhalte. Denn es geht auch Ihnen darum, ein paar Hintergründe zu beleuchten beziehungsweise auch zu bestätigen. Das heißt, die breitere Öffentlichkeit wird möglicherweise durchaus geschockt gewesen sein von dem, was Sie dort beschreiben. Aber es sind ja an anderer Stelle immer wieder auch kritische Meinungsäußerungen zu hören gewesen. Das heißt, es gibt durchaus auch Menschen, die das schon länger kritisch betrachten. Und über einen solcher Menschen schreiben Sie dann ja auch. Sie berichten mehr oder weniger ausführlich über ein Filmereignis, was dann auch nachhaltige Wirkung gehabt hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, in der Startphase des Buches beschäftige mich sehr stark mit dem Film Super Size Me vom Herrn Spurlock. Der Connex ist auch da dahingehend gegeben, weil es genau zu der Zeit war, wo ich Geschäftsführer in Österreich war und damit auch über alle Auswirkungen des Buches und auch mit den internen Reaktionen zu diesen Kritiken unmittelbar befasst war und auch voll involviert war. Das heißt,
Super Size Me, das Buch, jetzt nur ganz kurz, weil die meisten werden es vielleicht eh irgendwo im Hinterkopf noch haben, beschäftigt sich mit einem Experiment, wo der Herr Spurlock 30 Tage sich quasi nur von Fast Food ernährt und gewisse Parameter erfüllen muss. Das heißt, er muss 3 Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen, ausschließlich aus dem Portfolio, und als zusätzliche Herausforderung, er muss jedes Mal, wenn er gefragt wird, Super Size, muss er dieses Angebot annehmen. Das heißt, ein Upgraden in der Portionsgröße darf er nicht ablehnen. Ja, und das heißt, der Connex war, dass es genau zu dieser Film genau zu dem Zeitpunkt erschienen wurde, wo ich auch Geschäftsführer war. Und letztendlich beschreiben dann auch die internen Verhaltensweisen des Konzerns ganz gut, wie man mit Kritik von außen umgeht und wie man natürlich auch mit dem Thema Ernährung sich befasst. Ja, das mit dem Upgraden können wir vielleicht gleich noch mal besprechen, weil das, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja auch weniger ein Umsatzfaktor gewesen, dieses Angebot, sondern hat im Zweifelsfall auch nochmal ganz andere Zwecke, weshalb das gemacht wird, weshalb Kunden für geringen Aufschlag eine Maxi-Größe gegeben wird. Aber ich möchte zunächst noch einmal auf diese unmittelbare Reaktion zurückkommen, beziehungsweise auf die Nicht-Reaktion. Es ist ein Film gewesen, der ausgezeichnet wurde vielfach, der in den Kinos gelaufen ist, der auf der anderen Seite offiziell ja keine großen Reaktionen gehabt hat. Das heißt, man hat nicht notwendigerweise dementieren müssen, was da geschehen ist, sondern man hat im Prinzip darauf verwiesen, dass es ja schon eigene Verantwortung ist des Konsumenten, was er zu sich führt. Habe ich das richtig verstanden? Exakt, ganz genau auf den Punkt gebracht. Das ist letztendlich auch die gesamte Kommunikationsstrategie damals gewesen. Und wenn ich jetzt die Reaktionen zu meinem Buch bedachte, ist es genau die gleiche Reaktion noch heute. Letztendlich, ich glaube, das macht ja nicht nur ein Unternehmer, das machen wahrscheinlich alle Unternehmen, die angegriffen werden oder die in der Kritik stehen, dass sie versuchen, den Ball flach zu halten. Das ist die eine, das ist keinen großen Aufruhr zu machen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann auf die Eigenverantwortung der Menschen, speziell natürlich jetzt im Fastfood-Business, hinzuweisen, indem man immer wieder sagt, es wird da niemand gezwungen, es ist ja eine selbstständige Entscheidung. Das ist jetzt die zweite Kommunikationsstrategie, und das dritte ist letztendlich, den Kommunikator, also den Botschafter zu diskreditieren, indem man sagt, okay, da hat er keine Ahnung, außerdem ist das natürlich kompletter Humbug. Wenn Sie jeden Tag 30 Tage lang Schweinsbraten essen würden, hat das den gleichen Effekt. Das heißt, man versucht ganz klar, den Ball flach zu halten. Und wie man auch sieht, die Strategie geht auf. Über viele Jahre. Dann aber legen Sie in dem Buch ja auch sehr interessant dar, dass das ganz so einfach nicht ist, dass sehr wohl eine Strategie dahinter steht, die Zusammensetzung der Kost, die Art und Weise, was da verarbeitet wird, hat schon auch nachhaltige Auswirkungen auf die Gesundheit der Konsumenten. Das ist das, was Sie in Ihrem Buch bestätigen. Genau. Also steckt eine komplett klare Strategie, ja, hinter dem Produktangebot, in der Kommunikation des Produktangebotes und letztendlich auch in der Langfristigkeit, wie man am Markt auftritt. Das ist, da wird nichts dem Zufall überlassen. Es beginnt, wenn Sie so wollen, bei der Produktkreation. Hier werden Foodlabors weltweit damit beauftragt, den sogenannten Blisspunkt zu finden. Das ist der Punkt, wo Sie das höchstmögliche Gefühl in ihren Mund bekommen und sagen, okay, wow, das ist es. Das heißt, da wird sehr, sehr viel Geld ausgegeben, um diesen Blisspunkt in den einzelnen Komponenten zu finden. Und wenn Sie natürlich diesen Burger nehmen, da sind es natürlich verschiedene Komponenten und Zusammensetzungen, die aus verschiedenen Lebensmitteln einen Burger dann ergeben. Und das wird komplett orchestriert, um das genau diesen Geschmackspunkt zu nehmen. Das ist die eine Geschichte natürlich. Und dann haben Sie natürlich den Faktor von
Suchtmittel. Also ich erzähle ja keine Neuigkeit. Also vielleicht das Ganze in dem Buch werden Sie jetzt keine neuen Ernährungswissenschaften finden, aber Sie erfahren, wie man intern damit umgeht und was die Strategie dahinter ist. Und wenn Sie das Thema Zucker nehmen, hier ist eine ganz klare Marketingstrategie dahinter, Kinder sehr, sehr früh an dieses Produkt zu gewöhnen und auch, man spricht natürlich nicht von Abhängigkeit machen, aber natürlich dieses Verlangen nach speziell natürlich Zucker, aber auch nach diesen fettsalzhaltigen Produkten zu erzielen. Aber da gibt es eine klare Strategie dahinter. Und mein Zucker, das ist jetzt mittlerweile ja schon auch zigfach bewiesen, ist ein Suchtmittel, das ist ähnlich zu vergleichen wie Kokain oder Heroin, weil sie beim Genuss dieselben Rezeptoren im Hirn ansprechen, also sie schütten massiv Dopamin aus. Dopamin ist ein Glückshormon und ein Glückshormon, das, und dieses Gefühl wollen wir natürlich so oft wie möglich erhalten. Und Zucker erzeugt dieses Gefühl. Und dann haben sie noch einen zweiten Effekt, je mehr sie von einem Suchtmittel konsumieren, egal ob es jetzt auch bei Zigaretten oder Nikotin ist, es eine ähnliche Situation, je mehr sie davon konsumieren, desto mehr brauchen sie, um in die gleiche Glückswelle zu bekommen. Das heißt, die Dosen müssen immer höher werden. Und das dritte, also das letzte Aspekt ist, Kinder entwickeln in sehr jungen Jahren ihre Geschmackssensorik und ihre Geschmacksempfindungen. Und das, was sie als Kind sehr oft zu essen bekommen, das wird sich auch abspeichern, das wollen sie dann auch in Zukunft so oft wie möglich haben. Deswegen schmeckt sie auch in unserer Gedankenwelt bei der Mutter oder bei der Oma immer am besten, weil das haben wir als Kinder am meisten gegessen. Und alles, was Mutter und Oma gekocht haben, das hat uns geschmeckt, also 90% der Fälle zumindest. Und je früher Kinder auch mit Fastfood in Berührung kommen, desto früher geraten sie in eine Abhängigkeit. Und haben sie die Kinder, haben sie die Jugendlichen, haben sie die Erwachsenen. Das heißt, der Erfolg der Fastfood-Industrie beginnt ja damit auch, dass sie heute die vierte, fünfte, sechste Generation der Kinder haben und die haben ihr ganzes Leben lang davon gegessen. Und es werden de facto mit jeder neuen Generation kommt eine neue Basis an Konsumenten dazu. Ja, den Suchtcharakter haben Sie angesprochen und das möchte ich einfach nur einmal bestätigen. Wir haben auf diesem Blog unter anderem auch mit Professor Dr. Robert Lustig gesprochen. Ah, super. Er ist Endokrinologe an der University of San Francisco und er beschäftigt sich mit genau diesem Thema Fettleibigkeit und die Ursachen und sein Petitum ist, ich hatte die Ehre, ihn tatsächlich in einer Veranstaltung in Berlin zu sehen, bei dem auch die Bundesministerin für Ernährung anwesend war. Und er hat dort sehr, sehr ausführlich auch mit Daten belegt, gezeigt, was das Problematische gerade an Zucker ist. Andere Aspekte, Salz und Fett, sind sicherlich auch zu beachten, aber Zucker hat tatsächlich nach seiner Meinung und auch nach den Ergebnissen seiner Arbeit eine Sonderstellung, weil es diesen Suchtfaktor beinhaltet. Dopaminausschüttung haben Sie erwähnt, damit die Abstumpfung der Sensorik, was immer wieder eine höhere Dosis erforderlich macht. Das Einzige, was von Zucker und Kokain unterscheidet, ist, dass es ansonsten die körperliche Reaktion nicht so unmittelbar sichtbar ist und der Entzug nicht so unmittelbar spürbar wird. Aber auch da ist eben inzwischen die Wissenschaft so weit, dass es die Definition des Suchtbegriffes eben allgemeiner fasst und damit auch besser versteht, weil Spielsucht und andere Dinge ebenfalls süchtig machen können und keine unmittelbaren körperlichen Reaktionen nach sich zeigen. Das heißt, das, was man ursprünglich vom Alkohol und von Drogen kennt, ist eine verengte Sicht auf das Thema Abhängigkeit. Und das hat Dr. Lustig bestätigt. Er und viele andere in ihrem Buch erwähnen sie auch den britischen Forscher Yatkin, der das Thema in den 70er Jahren ja schon behandelt hat und wie er ausgegrenzt wurde. Also auch dieses Thema Ausgrenzung, Marginalisierung von Kritikern. Nur heute sind die Evidenzen offenkundig. Das hat sowohl die Person in dem Film Super Size Me gezeigt mit ihrer eigenen Erfahrung. Das zeigen sie, indem sie die Studien zitieren, die es gibt. Und der spannende Punkt dabei ist aber, dieses alles geschieht
im Wissen der Industrien und teilweise kann man eben auch sagen, gibt es ein Interesse daran, dass es sich weiter so verhält, weil es ist gut für das Business. Stimmt es? Genau, genau das ist eigentlich der Hauptfaktor und ich beschreibe das ja auch. Ich behaupte ja, dass die Fastfood-Industrie, also nicht ein Unternehmen, sondern die gesamte Industrie, die Rolle der Dealer und der Anfixer für die Industrie übernommen hat. Diese zuckerhältigen Getränke würden niemals so leicht in den Mund der Kinder kommen, wenn es nicht das gesamte Marketingumfeld dafür geben würde. Also wenn Sie heute in den Supermarkt gehen würden, würde man nicht in dieser Leichtigkeit und mit dieser Nonchalance Kinder ein 0,5 zuckerhältiges Getränk in die Hand drücken, aber über dieses Umfeld und über das Marketing in dieser Verschränkung dieser Fastfood und auch dieser Zuckerindustrie ist es ein perfektes, ja sogar perfides System, wo beide davon massiv profitieren. Man kann es ja durchaus auch, ist auch kein Geheimnis, ich weiß jetzt nicht mehr die aktuellsten Zahlen, weil da nicht doch schon eine Zeit. De facto haben wir aber für diesen Zuckersirup, mehr ist es ja letztendlich, gefärbter Zuckersirup, de facto fast nichts bezahlt. Das heißt, der Konzern A, der den Zuckersirup zur Verfügung gestellt hat, hat de facto an mein Unternehmen, an McDonald's, fast keine Abgaben oder keinen Wareneinsatz verlangt, weil er sich bewusst war, was die Marketingwirksamkeit und das Inverkehrbringen dieses Produktes für sein langfristiges Geschäft bedeutet. Das heißt, hier gibt es eine klare Verschränkung der Industrie und die arbeiten wirklich perfekt wie ein abgestimmtes Uhrwerk miteinander. Eine Situation beschreiben Sie in Ihrem Buch, dass das ja durchaus auch immer wieder Situationen gibt, in denen Brancheninsidern die Zusammenhänge klar werden, so wie sie Ihnen ja jetzt auch klar geworden sind, wenn auch im Nachhinein. Sie beschreiben dort ein Meeting, in dem selbstkritische Fragen gestellt werden, wo dann aber der Rest der Industrie, der Rest der Branche aufsteht und sagt, wir sind da nicht bescheuert und machen unser Business kaputt. Genau. Das ist letztendlich auf den Punkt gebracht. Die einzelnen Leader, es gibt immer wieder Ausnahmen, die Werte hochhalten wollen und auch sich da bewusst sind, welchen Schaden sie teilweise anrichten. Oder nicht nur teilweise, sondern sogar absolut. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich eine Vielzahl von Top-Managern, denen letztendlich am Ende des Tages nur der Profit interessiert. Und ohne Rücksicht auf Verluste letztendlich. Diese Wertediskussion schwappt jetzt immer mehr nach oben. Also wir haben ja auch einen klassischen deutschen Fall, auch jetzt mit der Übernahme von Monsanto, das kann man ja ansprechen. Auch hier muss man welche Werte haben hier im Hintergrund überhaupt eine Rolle gespielt, um ein Unternehmen zu übernehmen, das jetzt massiv am Pranger steht. Ich muss jetzt vorsichtig sein, aber zumindest krankheitsverursachende Produkte in den Verkehr zu setzen. Also wo beginnen die Werte und wo hören sie auf? Und meine Erfahrung war letztendlich auch, am Ende des Tages verlässt man das Unternehmen, weil diese Werte als Gesamtheit nicht in den Vordergrund gestellt werden. Interessanterweise dabei ist es ja, dass jetzt mal was die persönlichen Entscheidungsgrundlagen betrifft, auch wenn Unternehmer, wenn Manager Entscheidungen treffen, dann geschieht das ja bei Ihnen ähnlich wie ein Kunde vor der Theke steht. Das heißt, er muss rationale Entscheidungen treffen auf der Basis von Argumenten und ist trotzdem in einem System eingebettet, was zunächst einmal emotional auch aufgestellt ist und wie Zucker süchtig macht und das Verlangen danach dann eben auch die rationale Entscheidung sehr schnell überlagert und damit eben auch das Thema Eigenverantwortung kaum fassbar macht, ist es ja interessanterweise beim Thema Erfolg und auch Geld ähnlich. Auch das führt zu Dopaminausschüttungen und insofern ist es gar nicht weit hergeholt zu sagen, da sind letztendlich Menschen im Zweifelsfall auch daran beteiligt, dass sie ihre eigenen Sucht nach Erfolg, nach Cash, nach was auch immer frönen und ähnlichen Suchtimpulsen schon unterliegen. Was die Frage nach der Regulierung dann aber dann umso deutlicher aufwirft. Wie kommt man aus einem solchen
System heraus, wenn, sagt eine fünfte, sechste Generation, der Verbraucher dabei ist, die ihrerseits ja immer größere Schwierigkeiten bekommen, sich aus so einer solchen systematischen Vereinnahmung zu befreien. Wie kann man diesen Teufelskreis durchbrechen? Ich glaube, der einzelne Mensch kann nur über massive Aufklärung Informationen, wobei das wahrscheinlich, also das überzeugen, das ist, wird zu wenig sein. Also alleine mit Aufklärung Informationen werden Sie diese Kette an schlechten Auswirkungen nicht beseitigen können. Das wird nicht funktionieren. Also ich glaube, dass es massiv auch von Seiten des Gesetzgebers, von der Legislative unterstützende Maßnahmen geben muss. Die Freiwilligkeit der Industrie funktioniert nicht. Also das kann man vergessen. Also wer jede Aussage, die ich hier höre, und wenn es auch Politiker oder Interessenvertreter sind, die sind von der Industrie lobbymäßig gesteuert. Also ich glaube nicht, dass irgendeine Industrie freiwillig auch nur auf einen Cent verzichtet, wenn sie nicht muss, wenn sie nicht massiv von der Öffentlichkeit oder von der Legislative gezwungen wird. Ich habe das nie erlebt, und ich war selbst in einigen Prozessen bei Brüssel-Gesetzgebungen involviert, wo wir als Konzern Lobbying-Arbeit betrieben haben, wo wir klar gewusst haben, was passieren würde, wenn diese Gesetzesinitiative umgesetzt werden würde. Und hier wurde eine Maschinerie an Lobbyisten eingesetzt, um das zu verhindern, beziehungsweise, wenn es nicht mehr zu verhindern war, zumindest massiv abzuschwächen. Also, und es gibt auch klare Beispiele, wo es funktioniert. Also wir haben auf der einen Seite, wir haben ja Beispiele in England zum Beispiel, wo es seit 2018 eine Zuckersteuer auf hochzuckerhaltige Getränke gibt. Und der Effekt ist de facto auch schon spürbar. Wir haben, auf der einen Seite haben es Konzerne geschafft, innerhalb von wenigen Monaten, nachdem das Gesetz verabschiedet wurde, ihren Zuckergehalt zu senken. Jetzt kann man darüber diskutieren, was als Ersatzmittel eingesetzt wurde, aber zumindest der aktive Zuckergehalt wurde massiv reduziert. Das heißt, es ist möglich, dass die Industrie, wenn es unter Druck gerät, handelt. Auf der einen Seite hat sich auch das Konsumverhalten verändert. Wir haben seit 2012 in Ungarn eine Fastfood-Steuer auf zuckerhaltige, salzhaltige und fettreiche Produkte. Jetzt muss man wissen, dass Ungarn, und das ist ja auch eine sehr interessante, was ich vorher auch nicht wusste, interessante Information, Ungarn, die ungarische Bevölkerung ist nach Großbritannien die zweitfetteste Bevölkerung in Europa. Also Großbritannien ist abgeschlagen, also in Großbritannien werden wir, wenn die Entwicklung so weitergeht, im Jahre 2030 90% der Bevölkerung übergewichtig sein, also übergewichtig nach der Berechnungsmethode des BMI über 25. Also das ist unvorstellbar. 90% dieser Bevölkerung in England. Und Ungarn hatte interessanterweise das zweithöchste Anteil in Europa, und die Regierung, jetzt kann man aber über die Regierung in Ungarn diskutieren, aber letztendlich haben sie 2012 eine Fastfood-Steuer eingesetzt. Und siehe da, der Effekt, der Lenkungseffekt ist spürbar. Speziell die ärmere Bevölkerung ist geswitcht von zuckerhaltigen Getränken auch primär natürlich zu Wasser, weil das also das günstigste war. Und wir sehen ja auch, und das ist jetzt auch ein kurzer Sidestep, Sie verzeihen mir das, wir haben eine klare Korrelation zwischen Einkommen und Bildung und dem Konsum von Fastfood. Das heißt, je geringer das Einkommen und je niedriger das Bildungsniveau ist, desto stärker greifen die Leute zu Fastfood. Das heißt, wir haben dort einen klaren Lenkungseffekt. Wir haben in Mexiko eine Zuckersteuer, wir haben in verschiedensten Städten in den USA eine Zuckersteuer. Das heißt, die Lenkungsmaßnahmen funktionieren. Und wenn ich hier als Staat und als Regulierungsbehörde diese zusätzlichen Einnahmen jetzt auch noch im kontroversiellen Aspekt oder im Gegensatz zu Steuersenkungen für gesunde Produkte verwende, also ich schlage im Buch ja auch vor, den Steuersatz auf Obst und Gemüse zu halbieren und biologisch angebaute Produkte vielleicht sogar gänzlich von der Steuer zu befreien, dann hätten wir einen Gesundheitsaspekt, der in die extrem andere Richtung wirken würde. Wir haben in Deutschland, auch in Österreich, also in Deutschland muss man den Faktor 1 zu 10 nehmen, wir haben in Österreich ca. 700.000 Diabeteskranke. Die unmittelbaren Folgekosten in Österreich sind 4,3 Milliarden. Wenn wir jetzt die Zahlen in Deutschland umlegen, haben sie in Deutschland, glaube ich, 7,5 Millionen Diabeteskranke und 3,38 Milliarden Kosten im Gesundheitssystem und Folgekosten von Diabetes.
Also wenn man jetzt auf der einen Seite Steuer einnehmen würde und auf der anderen Seite die Gesundheitsausgaben reduzieren könnte, würde das natürlich massive Effekte auch für den Staatshaushalt haben. Aber daran hat ja niemand ein Interesse, letztendlich. Also die Zuckerindustrie lobbyiert dagegen, die Fastfood-Industrie lobbyiert dagegen, die Pharmaindustrie hat überhaupt kein Interesse daran, dass die Leute gesund bleiben. Das heißt, die kämpfen gegen massive industrielle Interessen. Und nur ein kranker Mensch ist für die Pharmaindustrie ein guter Mensch. Dazu kommt, dass diese gesundheitlichen Auswirkungen ja nicht auf Fettleibigkeit, Diabetes beschränkt bleiben, sondern das betrifft ja tatsächlich den ganzen Körper. Herz-Kreislauf-Erkrankung ist offenkundig, das ist auch in der Diskussion, aber auch die kognitive Gesundheit, also Demenz, da gibt es enge Korrelationen zum Insulinhaushalt und eben auch zur schädigenden Wirkung von permanenter Insulinausschüttung auf das Gehirn und damit dann eben auch ist ein Anstieg, ein rasanter Anstieg von demenziellen Erkrankungen wird nochmal mehr plausibel. Das heißt also, es betrifft den gesamten Körper, den gesamten Menschen, es betrifft auch die gesamte Gesellschaft, es betrifft uns alle. Insofern bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar, Herr Zucker, für diesen Impuls, den Sie uns hier geben mit Ihrem Buch Die Fastfood-Falle. Sie ist in den Buchhandel frei verfügbar und ich kann nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es hat mich bestätigt, indem es aus Branchensicht, aus der Sicht eines Brancheninsiders die Dinge unterstreicht und auch zur Umkehr auffordert, was Sie getan haben. Herzlichen Dank, Herr Zücker, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank.